Am 20. Juli treffen sich erneut internationale Spitzenathleten im Ehrenwiesenstadion in Mössingen. Denn dann heißt es bereits zum 9. Mal Jump and Fly. Ausgerichtet wird das Baxter Abendsportfest Jump and Fly von der LG Steinlach-Zollern. Das Jump and Fly als internationales Meeting von Spitzenleichtathleten hat von Beginn an drei Paradedisziplinen, die wir weiter fortführen. Das ist der Diskuswettbewerb für Frauen und Männer. Das ist der Weitsprung, bei dem die Frauen und Männer weite Sätze in die Sandgrube machen. Und als Highlight für mich ganz persönlich der Stabhochsprung. Einfach eine wunderbare Disziplin, die alles erfordert. Tempo, Kraft, turnerische Fähigkeiten, Eleganz, wenn man über die Latte fliegt. Um auch Hobbysportlern die Möglichkeit zur Bewegung zu geben, findet um 16 Uhr ein Firmenlauf statt. Hier gibt es sowohl für Läufer als auch Walker eine kürzere Strecke mit 5 Kilometern und eine längere mit 10 Kilometern. Es können nicht nur Firmen dran teilnehmen oder Gruppen aus Firmen, gerne auch Einzelstarter ohne jetzt einen Firmenhintergrund und auch vor allem, das ist uns ganz wichtig, der breitensportliche Charakter. Er richtet sich an jeden Walker und Läufer, deswegen auch eben zwei Strecken ohne Wettkampfcharakter, das heißt ohne Zeitdruck, nur die gemeinsame Bewegung steht im Vordergrund. Mit einem besonderen Highlight soll auch die junge Generation auf den Sportgeschmack gebracht werden. Kinder erwartet beim Kids Cross eine spaßige Strecke. Koordinativ und auch der Spaßfaktor stehen uns an vorderster Stelle. Spaß an Bewegung wollen wir mit der Strecke vermitteln und einfach mal einen anderen Lauf anbieten als die üblichen Straßenläufe. Im Fokus der Veranstaltung stehen aber natürlich die Top-Athleten aus aller Welt. Also es sind Spitzenathleten aus Deutschland, aber nicht nur aus Deutschland, sondern wir haben jetzt in diesem Jahr nochmal den internationalen Charakter weiter ausgebaut. Es kommen Athleten aus insgesamt 9 Ländern, aus 4 Kontinenten, vielfache nationale Meister im Stabhochsprung. Kommt der Asienmeister, der schon mal vor 2 Jahren bei uns war, aus Mexiko kommt der zweifache mexikanische Meister hier nach Deutschland. Und natürlich auch aus Deutschland, wenn ich den Diskuswerfer, den David Wrobel, erwähnen kann. Gesponsert wird die Veranstaltung unter anderem von der Kreissparkasse Tübingen und dem US-amerikanischen Unternehmen Baxter International mit einem Standort in Hechingen. Anmeldungen zum Firmenlauf sowie zum Kids Cross sind noch bis kurz vor Veranstaltungsbeginn möglich und auch erwünscht.